Hallo Leute, willkommen zu einer Folge. In diesem Video werde ich spiele ich Plants vs. Zombies und werde nicht lange trödeln, denn ich probiere heute so schnell wie möglich durch das 8. und verdammte Werbung durch das 8. und das 9. Level durchzurasen, damit ich das finale Level spielen kann. Und da wurde mein Atom war. Nämlich seht ihr rechts diesen Riesen und das ist der Gegner, vor dem ich mich am meisten fürchte. Und das hat einen Grund, denn der ist wirklich extrem stark. Oh nein, das wird nicht gut laufen für mich wahrscheinlich. Aber wenn der auftaucht, muss ich auf jeden Fall vorbereitet sein auf den. Oh Junge. Okay. Das heißt aber, dass dieser Kampf und der nächste Kampf, also Level, dieses Level das nächste Level halt, interessant werden dann. Weil dann in diesen zwei Leveln, jetzt aus diesem Level, habt ihr gesehen, ist der Riese dabei. Im nächsten Level wahrscheinlich wird er auch dabei sein. Würde mich sehr wundern, wenn er im nächsten Level nicht dabei wäre. Und im Finale wird er wahrscheinlich auch noch dabei sein. So, dritte Sonnenblume schon setzen. Und ich habe ja auch im Engelbett, also für die, die es nicht wissen, und vielleicht nur Plants vs. Zombies, also auf jeden Fall für diejenigen, die Engelbett Epic nicht verfolgen, ich habe da erwähnt, dass ich im Plants vs. Zombies, also nächsten Part, also in diesem Part auf jeden Fall, also dieser Part war damit gemeint, ein Thema ansprechen werde, was, ich sag mal, für manche, mir fallen die Wörter nicht, das Wort nicht gerade ein. Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was vielleicht manche überraschen wird. Aber weißt du was, ich fange einfach an und dann glaube ich, ihr versteht, was ich meine. Also auf jeden Fall, was ich wollte reden, ist über mein Zweitkanal. Jetzt fragen sich manche, Zweitkanal? Wie lange existiert er schon? Der wurde erst, also für euch gestern erstellt. Den Namen werde ich schon nicht verraten. Aber wenn es gut geklappt hat und ich müsste das erste Video vor, also dieses Video kommt ja um 18.30 Uhr online. Das wisst ihr ja. Dann müsste das zweite Video, also das allererste Video von dem Zweitkanal, glaube ich, vor einer halben Stunde ungefähr online gekommen sein dann, falls ich es nicht vergessen habe oder irgendwie verhauen habe. Also auf jeden Fall könnt ihr das abchecken, aber etwas muss ich euch sagen. Die Video, also dieses Video und dieser ganze Kanal ist nicht auf Deutsch, er ist nämlich auf Englisch. Denn wer vielleicht mitbekommen hatte, hat jemand, ja, unter die Kommentare von welchem Video war es, ich glaube von Angry Epic war es, also dem nicht dem letzten Video, was heute um 16:30 Uhr kam mir das Video, was am Sonntag kam, also dieses Angry Birds Epic Video. Da hat nämlich der, wie heißt noch einmal, ich weiß nicht mehr, wie dieser Abonnent heißt, denn er ist auf jeden Fall ein Abonnent. Das hat er auch dabei geschrieben. Nämlich hat er auf Englisch geschrieben, Abo und Like haste. Ich glaube, das hat er geschrieben. Auf Englisch. Und er hat gesagt, also erstens hat er mal gesagt, halt, dass es, hat er gesagt, langweilig. Ich will Englisch, hat er halt gesagt, dann habe ich halt geantwortet mit, das jetzt hier ist da ein Deutschkanal, deswegen rede ich auch hier, der Grund dafür ist auch, deswegen rede ich ja auch hier halt Deutsch. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber du weißt schon, dass Englisch die eine weltweite Sprache ist, also ihr wisst ja, dass Englisch eine Sprache ist, die, ich glaube, ist Englisch eine die meistgesprochene Sprache? Ich glaube schon. Also ich weiß das jetzt, also ich vermute mal auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich mir dann habe ich eine Antwort. Ja, ich weiß, dass Englisch eine weltweite Sprache ist. Und weißt du was? Ich werde wahrscheinlich, da werde ich auf einen Zweitkanal jetzt erstellen, auf dem ich nur Englisch rede. Und ja, das habe ich auch gemacht. Also ich habe den Kanal schon erstellt, den Namen schon gemacht. Und ihr werdet und über einen Link
von dieser, also in der Beschreibung von diesem Video wird ein Link euch zu diesem Zweitkanal führen. Wo, also ich kann euch schon sagen, es wird auch nur Gaming sein. Ich glaube auch nur Gaming, nicht so wie auf diesem Kanal Gaming und Vlogs. Also ja, für diejenigen, die vielleicht eher nur Englisch verstehen, können dann zu diesem Kanal rüber switchen. Oder halt lieber Englische hören wollen. Also ich bin nicht der Beste in Englisch, aber ich bin ein... Ja, ich werde wahrscheinlich oft Fehler machen, wahrscheinlich. Ihr könnt mich dann auch in den Kommentaren verbessern von meinem... also auf dem anderen Kanal. Könnt ihr mich in den Kommentaren dann da verbessern, weil ich bin nicht der Beste im Englisch. Obwohl doch ein... Also von meinen Freunden, glaube ich, bin ich einer der Besten, glaube ich, der das kann. Und ja, während ich über dieses Thema gerade rede, ist der Riese aufgetaucht. Alarmstufe Rot heißt das auch. Hilfe. Ah, oh, Butter. Aua. So. Und bam, tschüss. Okay, er ist tot. Hui. Ich glaube, das wird nicht der einzige Riese sein, der auftaucht. Es wird wahrscheinlich noch ein zweiter auftauchen. Und vielleicht mit viel... vielleicht wahrscheinlich auch noch sogar ein dritter. Und das wäre nicht so schön. Also, zurück zum Thema. Ich habe mal so dieser Zweitkanal... ich weiß nicht, ob der gut wird laufen. Besser als dieser hier vielleicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß mal nie. Also, dieser Typ hat gesagt, dass Englisch eine Weltweitsprache ist. Dann wird wahrscheinlich dieser Kanal... vielleicht von mehr Personen als mehr Personen angeschaut als wie von diesem dieser Kanal wahrscheinlich, weil es Englisch ist. Ich weiß nicht. Also ich würde diesen Kanal auf jeden Fall am Leben halten, wie diesen Kanal. Aber das einzige, der wirklich einzige Unterschied eigentlich ist nur, also die zwei wirklich, es gibt nur zwei Unterschiede, nämlich ich rede halt nur auf Englisch. Nicht so wie hier auf Deutsch. Und dass halt nur ein Video pro Tag kommen, denn ich habe halt zwei Kanäle und ich muss mich um die kümmern halt. Ich will jetzt nicht den ersten Kanal hier vernachlässigen wegen dem Zweitkanal. Also habe ich mir gedacht, dass ich einfach nur ein Video auf dem Zweitkanal bringe dann einfach. Aber ich kann auch nicht sagen, wie das erste Video ist, denn ich habe es noch gar nicht aufgenommen, denn ich hätte erst nach diesem Video aufnehmen, falls ich noch genug Zeit dafür habe, natürlich. Und ich hoffe. Und da kommt schon der zweite Riese. Nein! Verdammt nochmal. Uiuiui. Verdammten Zombies, die von oben kommen, aber auch. Gehen so auf die Nerven, aber auch. Zum Glück wird der Riese andauernd mit der Butter gestoppt. Ich habe gerade das Wort gesucht, aber ich bin nicht gerade sofort drauf gekommen. Ich voll Idiot. So. Komm, gib mir eine Sonne noch. Bitte. Verdammt. Ich wollte gerade einen Topf setzen. Und dann auch noch diesen hier. Dann ist er tot. Yep. Nein. So, okay, er ist mit der Butter wurde eingebuttert, wie auch immer. Und wir haben eine neue Pflanze, nämlich eine Wassermelone. Also heißt die Wassermelone oder den Spezialnamen? Nein, Melonapuls natürlich. Melonapult, okay. Verursacht großen Schaden an Gruppen von Zombies. Wenn ich mich richtig erinnere, trifft die mit ihrer. Also, die schießt ja mal Melone, deswegen heißt sie auch Melonapult. Ich glaube, die trifft nicht nur eine Reihe, sondern die zwei Reihen, die neben dieser Linie. Nein. Jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Also, die kann auf jeden Fall mehrere Linien. Also. Wisst ihr was? Ich werde die einfach in diesem Kampf einsetzen, dann werdet ihr schon sehen, was ich meine. Ich bin einfach gerade zu dumm, die richtig zu erklären einfach.
das Video ist schon 10 Minuten lang. Ich glaube, ich werde erst demnächst. Ich glaube, es wird nichts mehr. Ich glaube, wenn ich noch den Bosskampf. Nein, nicht Bosskampf. Ja, doch. Was auch immer. Also, auf jeden Fall, wenn ich dieses finale Level hier reinquetschen will, dann glaube ich, habe ich nicht mehr genug Zeit, um das Video vom 2-Kanal aufzunehmen. Also wäre es besser, nur diesen Kampf noch heute zu machen. Dann müsste das Video auch wie so 21 Minuten lang sein. Meine Nase verschließt sich wieder, also ist wieder super. Ich finde natürlich, dass das erste Video vom zweiten Kanal online kommt. Na, dafür muss ich es mal noch als erstes auch noch aufnehmen. Und ja, ich habe nur noch. Also, wenn dieser Kampf noch ungefähr 10 Minuten geht, also dieses Video, dann werde ich ungefähr. Noch so 12-30 Minuten Zeit haben, um dieses Video aufzunehmen, denn ihr wisst ja, ich muss immer um 21.30 Uhr ausmachen, denn dann muss ich schlafen gehen, weil ich dann Schule habe nächsten Tag, denn es ist ja gerade Sonntag für mich. Nur am Wochenende halt darf ich, also am Freitag und am Samstag darf ich bis 23 Uhr wach bleiben halt, und dann habe ich auch nicht so Stress um die Video, also nicht so einen Riesenstress. Zeitstress halt. So, da oben kommt ein Zombie. Verdammt nochmal. So, schieß Butter auf ihn. Das wäre sehr gut. Danke. Sofort die erste Schuss wäre sofort eine Butter. Oder ein Butterschuss, wie auch immer. So. Oh Gott, ich sehe gerade, dass es hier drei Wellen gibt. Ja, ich glaube, das wird wirklich nichts mehr, was ich noch das letzte Level hier rein quetschen kann. Das wird wahrscheinlich nichts mehr. Da unten kommt noch ein Pylon-Zombie. Ah, dieses Projekt wird noch lange nicht vorüber sein. Dieses Projekt wird nur ungefähr 40 Folgen haben. Also, ihr könnt euch noch auf 20 weitere Folgen so ungefähr freuen. Vielleicht wird es sogar noch länger gehen. Ich probiere, alle Minispiele halt zu schaffen. Und dann noch etwas anderes, was erst aber freigeschaltet wird, nachdem wir den Abenteuermodus abgeschlossen haben. Aber das wird ihr alles noch sehen. Nein. Gott, wie knapp bist du denn? Geh weg. Ich habe gerade ein paar Probleme, wie ich sehe. Jetzt, weil, aber ich glaube jetzt nicht mehr, weil ich diese Cola-Pulte habe. Ich glaube, die können helfen, diesen Cola-Pulten, damit ihnen, also helfen den Cola-Pulten. Und jetzt müsste es nicht mehr so passieren, dass die Zombies an meine Pflanze drankommen. Das ist schwieriger für sie sein, auf jeden Fall. Ich habe Angst, denn wir haben ja gesehen, dass noch. Dass in diesem Level ja auch Riesen auftauchen werden. Wie viele, weiß ich nicht. Ein oder zwei, vielleicht auch drei. Wer weiß. So. Nächstes Corona-Pult. Und dieser Zombie da hinten hat gar keine Chance. Ist wieder eingebuttert. Nächstes Corona-Pult und gleich habe ich eine weitere Reihe von Corona-Pulten. So kommt der erste Riese, bitte nicht. Ich bin noch nicht so vorbereitet auf ihn. Okay, sieht nicht so aus. Aber ich glaube, der erste Eimer-Zombie kommt jetzt schon. Obwohl, erst. Oder schon so spät erst. Besser gesagt, denn normalerweise ist manchmal der, glaube ich, schon vor der ersten Welle aufgetaucht. Jetzt ist aber schon ein zweiter da. Ne? Und dann. Und dann beginne ich schon die zweite Reihe von den Corona-Pulten. Yay. Und dann da. Und ich weiß nicht warum. Aber immer wenn ich meine Videos aufnehme, dann schließe ich immer meine Nase. Ich weiß nicht warum. Nein, ich mein Kumpel. Ah. Verdammt.
So. Also es läuft jetzt. Jetzt habe ich nicht mehr so Probleme wie am Anfang. So. Oh nein, nicht meine Sonnenblume, bitte nicht. Nein. Ah, verdammt. Dann muss ich mir eine neue besorgen. Und da ist die neue schon. Voilà. So. Okay, jetzt dort nicht mehr lang und dann müsste die zweite Welle anfangen und da führt wieder so ein Spacko meine verdammte ein Konapult da oben. Ich hab gerade den Schluck auf oder irgendwas so. So, das ist wieder ein Eimer-Zombie, aber nichts. Uns wahrscheinlich nicht so viel Probleme wird bereiten, denn er wurde eingebuttert. Und sogar noch einmal. Und da wird mein Konapult entführt. Nein, du Spacko. Und sofort wieder ein neues. Das hat ihm nichts gebracht, denn ich habe wieder sofort ein neues gesetzt. Nice. So. Es wird auch nicht mehr lange dauern, kommt dieser Riese zum ersten Mal in diesem Level. Und auf dieses Treffen habe ich keinen Bock. Entweder kommt jetzt bei der zweiten Welle oder wird zwischen der zweiten und dritten Welle kommen und die letzte Möglichkeit, er taucht bei der dritten Welle auf. Ich glaube, er wird zwischen der zweiten und dritten Welle auftauchen, wahrscheinlich. Wir werden es ja sehen. Das ist wieder so ein Typ, der da ist wieder so ein Typ, der mit seiner Maschine auf unsere Sonnenblumen da hinten schießt, was mir so gar nicht gefällt. Und das wieder so ein Psychopath, super. Oder war eingebuttert, nice. Und da ist dieser Typ mit seiner Maschine in die Luft geflogen, nice. So, Butter da unten für diesen Eimer-Zombie, nice. Noch einmal, Alter, dieser Eimer-Zombie wird die ganze Zeit eingebuttert. Und noch einmal, und noch einmal, der Arme. Und der nächste Eimer-Zombie da unten wird auch wieder eingebuttert. Und noch einmal. Und noch einmal doppelt sogar. Die Armen. So. Da kommt dann gleich der erste Riese. Und ich glaube nicht, dass es nur ein. Dass nur ne, ich bezweifle, dass nicht nur ein Riese auftaucht. Ich bezweifle das. Wahrscheinlich wieder zwei, so wie im letzten Level auftauchen. Oder eventuell sogar drei. Wer weiß. Obwohl, wenn man die Leiste anschaut, dauert es ja nicht mehr lange, bis die dritte Welle anfängt. Und ja. So, dann hier ein Ding hier. Und da kommt wieder so ein Typ mit seiner Maschine, die meine Sonnenblumen da hinten abschießen will. Verdammt nochmal. Wer ist eingebuttert? Yep, nice. Also ich habe auf jeden Fall schon sehr viele, ich habe schon drei Reihen von Konapulten und ich habe auch schon die dritte Reihe von den Cola-Pulten angefangen. Nice. Es läuft. Und ich wette, dass aber der Riese erst bei der dritten Welle kommt. Denn die fängt doch gleich an. So. Alter, noch mehr Psychopathen, ey. Ich glaube, ich flippe. Sterb. Okay, die zwei Psychopathen sind tot. Nice. Und meine Sonnenblume hier unten ist ja tot. Ups, hab ich gar nicht gemerkt. So, dann da einer hin. Und da wird schon wieder eine verdammte Pflanze von mir entfernt. Und da kommen wieder ein paar Vollidioten dazu. Wieso? Und zum Glück ist es nur ein Riese, zum Glück. Und ich hätte komplett überlaufen hier. Aber komplett. Ich brauche die Chili. Hilfe. Chili, Chili, Chili.
Oh Gott. Feuer. Bob. So, du bist hier von diesem Matschkirbis umgebracht. Super, so du bist eingebuttert und der Typ da unten geht. Oben geht mir auf. Die nerven gerade wirklich. Oh verdammt. Ui. Und unten habe ich ein paar Probleme mit dem Riesen. Hilfe! Oh oh. Und er ausgeschlagen. Aua. Bitte nicht. So, komm und bring ihn um, bitte. Danke. Hui. Okay. Wir haben es geschafft. So, was steht hier? Hausbesitzer, du hast unsere Forderung nicht erfüllt. Wenn du nicht gehorchst, sind wir gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Übergib uns sofort dein Haus und dein Gehirn. Herzlich, Edgar zum... Edgar... Sohn Dr. Edgar Zomos. Okay. Das rief nach einem Bosskampf. Also, nein, das ruft nach einem Bosskampf. Aber den werden wir erst im nächsten Video bestreiten, denn jetzt, diese Folge ist schon 21 Minuten lang. Ich will es zu einer 30-Minuten-Folge machen und den Boss noch hier einquetschen. Aber ich will noch genug Zeit haben, um das Video für den Zweitkanal aufzunehmen. Und ja. Das ist so ein Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst positive Bewertung dann. Also wenn es euch gefallen hat, lasst positive Bewertung damit ich es sehen kann. Vergiss auch nicht einen Kommentar mit Kritik und Infos da zu lassen, wie ich verbessern kann. Vergiss außerdem nicht noch die Links in der Videobeschreibung abzuchecken. Die führen euch zu Instagram und Twitter-Account. Außerdem vergiss ich mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und nichts zu verpassen. Und vergiss auch nicht, das Video meinen Freund zu teilen. Tschüss.